Ja, tatsächlich, Fränkische Rohrwerke heißen wir auch nach wie vor, auch wenn wir uns den Stählen gewidmet haben. Zum Teil natürlich immer noch das Rohr, das ist unser Hauptgeschäft. Kommen wir natürlich noch dazu. Erstmal herzlich willkommen und danke für die Anwesenheit. Die Leitbildung dieses Jahr, die steht ja unter dem Motto Be Electrified. Und Be Electrified geht natürlich auch in Richtung Elektromobilität. Wenn Sie sich schon ein bisschen umsehen konnten, Sie werden es merken, es sind viele Wallbox-Hersteller hier, auch Hersteller von Ladesäulen. Und auch das Thema, was ich jetzt vorstellen möchte, geht in die Richtung Elektromobilität, nämlich die Infrastruktur für die Elektromobilität. Ja, gestern hatte ich beim ZVI einen Vortrag über das GAIG, also wirklich nur über das Gesetz GAIG. Mache ich auch nochmal gleich einen kurzen Umriss drum. Und da hat man ganz schön gesehen, dass wir bis 2030 möchten wir 1 Million Ladepunkte haben in Deutschland für von unserer Bundesregierung gesetzte 15 Millionen Elektrofahrzeuge. Stand heute Morgen 107.000. Das heißt, wir haben noch in den nächsten 6 Jahren 900.000 Ladepunkte, die zu erschließen sind. Also noch eine ganz schöne Schippe, was wir machen müssen. Und die Ladeinfrastruktur oder die Infrastruktur allgemein für Elektromobilität ist natürlich essentiell, um sowas schaffen zu können. Bevor wir einsteigen, kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Benjamin Kästler von den Fränkischen Rohrwerken, bin dort Produktmanager im Bereich Elektromobilität, vor allem für das Thema E-Flex-Stählen. Und mein Kollege, der Thomas Schneider, der hatte den gleichen Vortrag schon hier auf dem Forum am Sonntag gehalten. Und ich darf es heute noch mal ein zweites Mal vorstellen. Und ich komme aus dem Bereich Elektrosysteme bei der Fränkischen Rohrwerke. Wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben auch Drainage und Haustechnik. Und ich bin eben aus dem Elektrobereich. Wenn wir uns angucken, was bedeutet denn Infrastruktur überhaupt? Was gehört denn zu einer Elektromobilitätsinfrastruktur dazu? Dann sind es vor allem die Punkte GAIG. Das ist nämlich der gesetzliche Rahmen, der mir überhaupt sagt, was habe ich denn überhaupt zu tun mit den Ladepunkten und mit der Infrastruktur. Dann geht es natürlich zu dem Thema Strom und Daten. Die muss ich da irgendwie hinkriegen. Das heißt, ich muss irgendwie mit Strom und Daten aus meinem Gebäude rauskommen. Das muss abgedichtet werden. Das Ganze nennt sich bei uns Gebäudeeinführung, geht natürlich auch in die andere Richtung, kann mit diesen Gebäudeeinführungen, mit diesen Abdichtsystemen natürlich auch alles wieder aus dem Gebäude rauskriegen, um eben eine Kabel- und Rohrabdichtung zu ermöglichen. Und Elektroinstallationsrohre, unser Kerngeschäft, da wo wir herkommen, das Kunststoffwellrohr wurde ja bei den Fränkischen Rohrwerken erfunden. Das ist im Endeffekt das arterielle System, habe ich es jetzt mal genannt. Also was mir überhaupt die Infrastruktur genauso wie im Körper ermöglicht, um, wenn es im Körper um Blut geht, wäre es natürlich hier um das Thema Strom und Daten zu meinem Ladepunkt hinzuführen. Am Ende, wenn ich meine Infrastruktur mir eröffnet habe, habe ich natürlich meinen Abschlusspunkt. Das wäre das Fundamentsystem und darauf dann eben eine Ladesäule, eine Ladestele. Das wäre dann mein betriebsbereiter Ladepunkt. Und das ist eben die gesamte Infrastruktur. Und dann steigt man auch mal gleich ein mit dem GAIG, einfach, dass Sie eine Vorstellung bekommen, was das GAIG überhaupt ist. Man sieht es ganz gut, ein Paragraph, ein Gesetz. Es ist also etwas, was einen gesetzlichen Rahmen vorgibt. Und GAIG ist nichts anderes wie die Abkürzung für ein im deutschen Sprachgebrauch häufig sehr kurzes Wort, nämlich das Wort Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetz. Es ist auch nichts rein Deutsches, also es wurde zumindest nicht von unserer Bundesregierung einfach so beschlossen, sondern es rührt irgendwo her und es ist nämlich eine EU-Gebäuderichtlinie, die konsequenterweise von unserer Regierung in nationales Recht umgesetzt werden musste. Und das nennt sich bei uns in Deutschland dann eben konsequent GAIG. Und sie regeln eine verpflichtende Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektroautos. Betroffen sind Wohn- und Nichtwohngebäude mit Parkplätzen. Muss also jetzt nicht unbedingt ein Freiflächenparkplatz sein, kann genauso eine Tiefgarage sein. Es ist also ein Parkplatz, der im Zusammenhang mit einem Gebäude steht. Und das Ziel ist eben eine vorbereitende und flächendeckende Lade- und Leitungsinfrastruktur. Und den Hintergrund, da habe ich ja vorhin schon etwas dazu erzählt. Das ist im Endeffekt auch, um die Elektromobilität zu beschleunigen, ist dieses Gesetz beschlossen worden. Dann komme ich mal zu den wichtigsten Paragraphen. Geht es los mit dem Neubau. Neubau von Wohngebäuden in Paragraph 6. Paragraph 6 sagt vor, dass ab 6 Stellplätzen
im Neubau von Wohngebäuden jeder Stellplatz mit einer vorbereitenden Leitungsinfrastruktur ausgestattet werden muss. Das heißt einmal Elektroinstallation, das heißt einmal Datenleitungen, eben für Lastmanagement, Abrechnungssysteme und so weiter. Das Ganze gibt es natürlich auch für Nichtwohngebäude. In § 7 regelt ab 7 Stellplätze. Da ist es dann nicht mehr jeder Stellplatz, sondern da ist es dann nur noch jeder dritte Stellplatz. Es gibt eine Ausnahme für Nichtwohngebäude im Guide, nämlich da wird auch zusätzlich noch ein betriebsbereiter Ladepunkt gefordert. Man sieht es hier ganz gut, dass man eben sofort schon Plug and Play sein Auto anstecken und laden kann. Das Gleiche gibt es auch für die Renovierung. Renovierung versteht das GAIG so, dass 25% der Gebäudehülle renoviert werden oder eben mehr und die Infrastruktur oder mein Parkplatz gleichermaßen auch von diesen Renovierungsmaßnahmen betroffen sind. Das heißt, mein Parkplatz, ich mache was an der Elektrik oder ich mache was an der Parkdecke zum Beispiel und wenn das eben im Zusammenhang mit der Renovierung des Gebäudes steht, dann muss ich eben auch das GAIG einhalten. Denn das Gesetz ist seit März 2021 schon gültig. Das heißt, es greift natürlich jetzt schon. Bei Renovierung habe ich den Fall tatsächlich erst ab 11 Stellplätzen. Auch hier muss dann wieder jeder Parkplatz bei Wohngebäuden mit der vorbereitenden Infrastruktur ausgestattet werden. Und das Gleiche auch bei Nichtwohngebäuden. Hier zieht es GAIG gleich im Rahmen der Renovierung. Auch hier sind es dann 11 Stellplätze. Und hier ist es dann jeder fünfte, der eine vorbereitende Infrastruktur benötigt. Und zusätzlich auch hier wieder, wir sind ja bei Nichtwohngebäuden, muss mindestens ein betriebsbereiter Ladepunkt installiert werden. Das Ganze, und jetzt wird es spannend, gilt natürlich nicht nur für Neubauten, auch nicht nur für Renovierungen, das gilt auch für das Groß- und das sind eben Bestandsgebäude. Und da regelt das GAIG, dass bis zum 01.01.2025 und wir haben ja jetzt schon 24, das heißt, es ist nicht mehr lange hin, ab 21 Stellplätzen mindestens ein betriebsbereiter Ladepunkt installiert werden muss. Und ich habe gestern einen kleinen Ausblick dazu gegeben, das wird sich in Zukunft nochmal drastisch verschärfen, das GAIG. Das ist natürlich noch nicht beschlossene Sache, aber es gibt auf jeden Fall deutliche Verschärfungen für alles, also für Neubauten, Renovierungen und aber auch für bestehende Gebäude. Und jetzt bin ich beim Gebäude, möchte ich raus zu meinem Ladepunkt. Also das heißt, ich möchte raus mit Strom, ich möchte raus mit Daten. Und dazu haben wir auch bei uns im Sortiment Gebäudeeinführungen, Abdichtsysteme für Strom und Daten. Das sind diese Produkte hier. Einmal den Mauerkragen für die Durchführung durch die Bodenplatte bei nicht unterkellerten Gebäuden. Dann haben wir einmal die Carbo-In, das ist eine Abdichtung, die den Zwischenraum zwischen dem Rohr und dem Kabel abdichtet. Die Carbo-Seal würde den Zwischenraum zwischen meiner Kernlochbohrung in der Wand und dem Rohr abdichten. Und was wir dieses Jahr auch neu dabei haben, ist unser Vorbauflansch, der vor allem für die schwarze Wanne geeignet ist. Der wird eben an die Wand außen drauf gedübelt und dann kann ich da eben meine Rohre auch durchführen. Zeige ich gleich noch ein paar Beispielbilder. Hier wäre jetzt zum Beispiel der Einsatz eines Mauerkragens, der wird also mit dem Rohr, das hier ist jetzt beispielsweise ein Carboflex-Rohr, was auch im Beton verlegt werden darf. Und dieser Mauerkragen, der hat Spannbänder, wird eben einmal außenrum um das Rohr gelegt, wird verspannt und wird dann auch mit einbetoniert in der Bodenplatte. Wenn ich jetzt eben beispielsweise ein Gebäude habe, was keinen Keller hat, wäre das eine Möglichkeit, so meinen Strom und meine Daten ins Gebäude oder aus dem Gebäude wieder rauszubekommen. Da sind eben zwei verlegt worden, einmal für Daten, einmal für Strom. Das ist jetzt hier beispielsweise der Anwendungsfall mit Glasfaserrohren, wird natürlich für Kupfer gleichermaßen funktionieren. Die Wanddurchführung ist natürlich genauso möglich. Wanddurchführung wird vor allem für Kernlochbohrungen in WU-Beton empfohlen, das heißt wasserundurchlässiger Beton. Und wird eben außenrum um das Rohr abgedichtet zu dieser Kernlochbohrung mit der Carbo-Seal. Und im Rohr, ich muss ja auch das Kabel irgendwo hin zum Rohr abdichten, um das Ganze eben wasser- und gasdicht zu machen, wird eben eine Carbo-In beispielsweise eingesetzt,
Die hat innen drin eine, ja, muss man sagen, wie bei Zwiebelschichten quasi, eine Segmentierung, wo ich einzelne Segmente entnehmen kann, um so eben auf meinen Kabeldurchmesser hin das aufzuteilen. Gibt es auch in anderen Varianten, gibt es nicht nur für ein Kabel, gibt es auch für mehrere Kabel, wie man es beispielsweise auf dem linken Bild sieht. Und so kriege ich dann eben auch durch die Wand, beispielsweise bei unterkellerten Gebäuden, meine Daten und meinen Strom. Und das ist, was ich vorhin gemeint hatte, mit dem Anflanschen außen auf die Wand, also was wir dieses Jahr neu dabei haben, das ist unser Vorbauflansch. Man sieht es ganz gut, das ist also kein wasserundurchlässiger Beton. Hier ist nochmal eine schwarze Bitumenschicht drauf, um das Ganze abzudichten im Erdreich. Und dieser Vorbauflansch wird eben außen auf die Wand draufgedübelt. Ich habe innen drin eine Kernlochbohrung. Und in diesen Vorbauflansch wird nochmal eine Innendichtung eingebaut. Das ist jetzt zum Beispiel eine für 3 Durchführungen. Ist jetzt egal, ob es Kabel sind oder Rohre, aber in dem Fall natürlich Rohre durchgeführt. Man sieht es auch ganz schön im Anwendungsfall gleich schon mit einer Stele, also mit einem betriebsbereiten Ladepunkt. Ich würde also hier im Keller mit Strom und Daten rausgehen durch den Vorbauflansch und würde hingehen zur Stele. Das magentafarbene Rohr beraten wir immer gerne als Rohr für Daten. Das andere Rohr, das wäre hier ein Carboflex-Rohr, das wäre dann eben ein schwarzes Carboflex-Rohr, das wäre dann eben für Strom. Und was wir hier oben noch haben, ist ein Rohr, was mir beispielsweise Stringleitungen, die oben von der PV-Anlage kommen, in den Keller reinführen, zum Wechselrichter. Dann kommen wir auch schon zu den Rohren. Das Wichtigste an der Infrastruktur natürlich, ich muss ja irgendwie meine ganzen Leitungen hin zum Ladepunkt bekommen, ich muss es vorbereiten, das heißt, ich muss es natürlich auch in einigen Jahren, sagen wir mal 5 Jahren oder 10 Jahren, erweitern können. Und da empfehlen sich diese Rohre, das sind alles alles Rohre, die erdverlegt werden können, bis jetzt auf das Alusteck. Das Alusteck wäre jetzt ein Anwendungsfall, beispielsweise in Parkhäusern, um das Ganze vor Vandalismus zu schützen, vor Beschädigung zu schützen. Und die Carboflex-Rohre, jetzt egal, ob das jetzt Carboflex R plus 450 oder 750 sind, eignen sich fürs Erdreich. Das graue Rohr bei uns hat jetzt nochmal die Ausnahme, dass es eben bis 750 Newton belastbar ist. Das heißt, es lässt sich eben auch in Beton verlegen. Es hält also mehr aus wie das schwarze Carboflex-Rohr bei uns. Und das FFKOS 105, das rührt einfach nur davon her, dass es bis zu 105 Grad aushält, beispielsweise bei der Verlegung in Beton mit Schnellabbindern. Und da entsteht ja dann doch eine große Hitze durch die chemischen Prozesse. Es hält dann eben bis 105 Grad aus. Und es hat auch eine hochgleitfähige Innenschicht, eignet sich also vor allem, um Datenleitungen über große Strecken einzuziehen. Und das wird eben bei uns im Hinblick für Datenleitungen immer mitempfohlen. Alle 3 Rohre, bis auf das Alusteck, sind bei uns Kontrollrohre. Kontrollrohre bedeutet bei uns, dass sie eine EPD haben, das heißt eine Environment Product Declaration, falls das einigen von Ihnen schon ein Begriff ist, um eine Ökobilanz für ein Gebäude herzustellen. Das heißt, ich mache mein Gebäude nach DGNB-Standard beispielsweise, möchte es zertifizieren. Und dann ist es natürlich essentiell, dass die Produkte, die für das Gebäude verwendet werden, eine eigene Ökobilanz haben, die dann in die Ökobilanz des Gebäudes einfließen können. Und da haben wir eben für die 3 Rohre bereits eine EPD errechnet, die dann der Planer einrechnen kann für sein Gebäude. Und natürlich sind die auch CO2 reduziert. Und dann bin ich schon mit meinen Rohren am Ladepunkt. Das heißt, ich komme hier einmal mit Strom, ich komme hier einmal mit Daten hin zu meinem Ladepunkt und muss die natürlich nach oben führen, hin zu meiner Ladesäule, zu meiner Ladestele. Wir haben auch ein schönes System, was ich gleich noch drüber einen Umriss mache, mit dem ich meinen Strom und meine Daten durchschleifen kann. Das heißt, ich muss nicht unbedingt jeden Parkplatz einzeln anfahren. Es würde also auch schon reichen, mit den Rohren hin zum Parkplatz zu gehen. Da habe ich dann die Möglichkeit, einen Kleinverteiler einzubauen in unsere Stele und würde dann also meinen Strom und meine Daten einfach durchschleifen. Würde natürlich im Endeffekt Aufwand minimieren, würde auch den Einsatz von Rohr minimieren und natürlich Geld einsparen. Und das ist auch ein Fundamentsystem, was wir bei uns auf dem Messestand dieses Jahr als Neuheit dabei haben. Sie sind gerne eingeladen, sich das auch nochmal live bei uns vor Ort anzugucken. Das ist unser eFlex-Fundamentrohrsystem, was eben auch mit unserem Fundamentrohr zusammen funktioniert, mit einem Metalleinsatz, einer Metalladapterplatte.
zeige ich mal. Und man sieht es ganz gut, es ist ja nur Erddreieck hier außenrum. Innen drin habe ich Kies gemischt, das heißt, es kommt völlig ohne Beton aus, also ohne Flächenversiegelung. Erstmal ein Fundament, was wir schon seit einem Jahr, eineinhalb Jahren in unserem Programm haben. Das ist ein Kunststofffundament der Firma Langmatz. Im Endeffekt ein bestehendes Fundament der Firma Langmatz, mit denen haben wir eine Kooperation eingegangen, dass wir auch eine Adapterplatte für unsere Stelen mitgemacht haben. Und das Kunststofffundament eignet sich vor allem super für die Umsetzung vom GAIK. Das heißt, ich baue mein Kunststofffundament ein. Ich habe hier die Möglichkeit, durch Sollbruchstellen meine Rohre in das Fundament einzuführen. Das sind also alles 110 mm Sollbruchstellen, wo ich eben ein Rohr mit einem Außendurchmesser von 110 eben durchführe. Es gibt auch noch Stufenmanschetten für kleinere Rohre, falls ich zum Beispiel Datenleitungen einführen möchte. Und die Gussplatte würde letztendlich oben drauf kommen. Die hat die Belastungsklasse B125. Das heißt, ich kann da auch mit dem SUV drüber fahren, würde gar nichts ausmachen. Und dann wäre im Endeffekt mein vorbereitender Ladepunkt schon fertig. Das heißt, in, sagen wir mal, 5 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt kommt da eine Stele oben drauf von uns. Und dann mache ich diese Gussplatte weg, mache eine Adapterplatte drauf, stelle meine Stele hin, mache die Wallbox dran und habe einen betriebsbereiten Ladepunkt. Es gibt auch noch eine Erdungs- und Zugentlastungsset, was man mit integrieren kann. Also eine richtig schöne Lösung. Da habe ich gleich ein paar Impressionen mitgebracht. Die sind tatsächlich entstanden, die Bilder bei uns in Königsberg am Hauptsitz. Wir haben das, war letztes Jahr im November, Oktober, November so um den Dreh rum, haben wir also auch bei uns Ladepunkte hochgezogen. Das heißt, das GAIK haben wir schon erfüllt. Es sind also 4 Stelen aufgebaut worden mit jeweils 2 Wallboxen dran. Das heißt, 8 Ladepunkte haben wir da errichtet. Und da sieht man es ganz schön. Die Parkdecke wurde also aufgemacht. Man hat hier ausgebaggert. Unsere grauen Carboflex-Rohre, unsere Betonrohre wurden dort eben verlegt. Immer schön so im Bündel mit Abstandhaltern noch zusammen verknüpft. Und man sieht es dann ganz gut, dass jeweils dann ein Rohr abzweigt hin zu dem Fundament von Langmatz. Die Sollbruchstellen einmal rausgeklopft, Rohr eingeführt und so zieht sich das dann eben diese 4 Fundamente nach hinten. Und so hat es dann letztendlich ausgesehen. Links habe ich mein Fundament noch geöffnet, das heißt, kann ich schön meine ganzen Kabel und Leitungen durchziehen. Dann kommt die erste Adapterplatte drauf, das ist quasi eine Art Unterbau, wo man schon sieht mit der Öffnung, wo ich meine Kabel durchziehen kann. Und dann kommt die nächste Adapterplatte drauf, die dann auch den gleichen Farbton hat bei uns wie das Dach. Einfach auch für die Optik natürlich. Und letztendlich, wenn die Stele draufsteht, würde das Ganze dann so aussehen. Also hier sind dann auch schon 2 Wallboxen dran, die auch mittlerweile betriebsbereit sind. Das heißt, bei uns kann man schon laden. Und das zweite System, mein Lieblingssystem, muss ich dazu gestehen, ist unser eigenes Fundament, was auf unserem Furuwellrohr aufbaut. Es besteht also aus diesen 3 Komponenten, dem Fundamentrohr, einem Fundamentrohreinsatz, deswegen nennt sich das Ganze FRE, und obendrauf kommt dann eine Fundamentrohradapterplatte, deswegen FRA. Die hat ja auch schon Bolzen integriert, sodass ich meine Stele nur noch draufstellen muss, dann mache ich sie mit einer Mutter fest und fertig. Und diese Adapterplatte, wenn ich die auf diesen Einsatz oben drauf mache, hier sieht man es noch ganz gut. Ich habe hier also etwas Spielraum zum Einstellen, das heißt, ich kriege meine Stele, ganz egal, wie schief ich das Ganze eingebaut habe, falls beim Tiefbau beispielsweise etwas schräg das Furuwell eingebaut wurde, kriege ich also bis 7 cm noch einen Höhenausgleich hin, sodass meine Stele eben immer einen geraden und sicheren Stand hat. Und so würde es dann komplett aussehen, wenn meine Stele schon oben drauf steht. Hier sieht man es nochmal ganz gut, was ich hier an Spielraum eben habe. In der Mitte von diesem Fundamentrohreinsatz ist auch die Möglichkeit, meine ganzen Rohre bis hoch in die Stele reinzuziehen. Das heißt einmal Strom, einmal Daten. Man sieht es hier ganz gut, dass es eben 4 Rohre sind, dass ich dann eben auch wieder mit Strom und Daten aus der Stele raus kann. Und die Adapterplatte obendrauf, die ist eben aus feuerverzicktem Stahl, 5 mm dick, also sehr, sehr robust. Und dann kommen wir auch schon zu den Stelen.
Bei den Stählen war unser Gedankenansatz, wir haben allgemein, auch wenn Sie sich hier auf der Messe mal umsehen, es gibt ja so viele Wallbox-Hersteller. Es gab zu der Zeit, als wir die Stählen eingeführt haben, die Problematik, dass nicht alle Wallboxen verfügbar waren, gewisse Modelle nicht verfügbar waren. Jeder Wallbox-Hersteller hat natürlich seine eigene Stele, wenn er dann überhaupt eine hat. Und die Problematik dahinter war einfach, jetzt habe ich den Anwendungsfall, da soll ein Parkplatz entstehen, ich möchte einen Ladepunkt errichten, ich weiß noch gar nicht, was da für eine Wallbox draufkommt oder möchte vielleicht erstmal nur eine installieren, irgendwann mal später eine zweite, dann weiß ich gar nicht, ist es vielleicht die gleiche oder gibt es dann wieder ein neues Modell, nehme ich überhaupt die gleiche Marke? Und unser Gedankenansatz war daher, eine Stele zu entwickeln, die eben herstellerunabhängig ist, wo ich also egal welches Wallbox-Modell, egal welchen Hersteller draufkriege. Und deswegen arbeitet unsere Stele auch mit Adapterplatten. Und die gibt es in 4 Varianten, nämlich einmal für einen Parkplatz ganz links. Der gleiche Korpus hat auf der Hinterseite auch nochmal eine Adapterplatte. Das heißt, auch für 2 Parkplätze, die gegenüberliegend sind, kann die Stele verwendet werden. Wir haben eine Stele, die dreiecksförmig ist. Das heißt, ich habe hier einen 45-Grad-Winkel hin zu meiner Wallbox. Es eignet sich also insbesondere, habe ich 2 Stellplätze, die sich nebeneinander befinden. Und meine Lieblingsstele, das ist tatsächlich auch die wirtschaftlichste Stele. Das ist die E-Flex Comfort. Das ist also auch eine Vierfachstele. Die würde ich einfach auch wieder um 45 Grad gedreht ins Kreuz von 4 Parkplätzen reinstellen. Und so hat dann eben jeder einen schönen Zugang zu seiner Wallbox. Und von dieser Stele haben wir tatsächlich auch vor einiger Zeit ein Projekt gehabt mit dem weltweit größten Park-and-Ride-Parkplatz. Das sind beispielsweise 76 von diesen Stelen aufgebaut worden. Das sind also an die 200 Ladepunkte entstanden. Und das Schöne an unserer Stele, links sieht man es ganz gut, das ist eben diese Wechselplattenthematik. Das heißt, wir haben verschiedene Carrierplatten für unsere Stele, die ein eigenes Bohrbild haben. Das heißt, egal welche Hersteller, wir haben es eben für die gängigsten und bekanntesten Hersteller umgesetzt. Das heißt, Mennekes, Keber, Walterwerke, Spelzberg und so weiter. Die haben also eine eigene Carrierplatte, die ich dann ganz einfach befestigen kann an der Stele. Ich habe schon mein Lochbild für Strom und Daten, um die eben aus der Stele raus hin zur Wallbox eben auch reinzukriegen. Und habe ich eine ganz exotische Wallbox oder eine Wallbox, für die wir noch keine Adapterplatte haben. Beispielsweise hat jetzt ein Hersteller ein neues Modell gelauncht und es gibt aktuell noch keinen Carrier, der das Lochbild dazu hat. Dann gibt es auch die Möglichkeit, unseren Multicarrier zu nutzen. Es ist also die gleiche Adapterplatte, nur dass sie im Kern nicht aus Stahl, sondern aus Edelstahl besteht. Das heißt, ich kann diese Platte anbohren, ohne dann Bedenken zu haben, dass sie mir wegkorrodiert. Und dann kann ich meine Wallbox eben auch dran befestigen. Ein sehr, sehr großer Vorteil bei uns ist eben die Möglichkeit, auch einen Verteiler zu integrieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Strom durchzuschleifen, ich habe die Möglichkeit, Daten durchzuschleifen. Sie bietet natürlich noch viel mehr Vorteile. Hier sieht man es ganz gut mit dem Blitz, der hier einschlägt. Ich habe die Möglichkeit, hier einen Überspannungsschutz einzubauen. Wir haben tatsächlich bei der Firma Dehn, die haben ja ein eigenes akkreditiertes Prüflabor, das Ganze auch mal getestet. Das heißt, wir haben eine Stele aufgebaut mit Verteiler, mit Blitzschutz, mit FI-Schalter, mit Fundament, mit Wallbox, alles drum und dran. Und dann wurde ein künstlich erzeugter Blitz auf die Stele gejagt und dann eben geschaut, was passiert denn überhaupt. Ja, und das Ergebnis war, die Wallbox war weiterhin funktionsfähig. Das Auto, was angeschlossen wäre, würde jetzt auch nicht in Flammen stehen. Das heißt, es wäre auch noch intakt. Und im Endeffekt bietet die Möglichkeit, hier einen Verteiler einzubauen mit Überspannungsschutz und so weiter, eben allgemein ein sicheres System für den Planer zu sagen, okay, ich baue mir hier die E-Flex-Stele auf, ich mache meinen Verteiler rein, ich mache den Blitzschutz rein und so weiter und kann mir sicher sein, dass die Wallbox bei einem Blitzeinschlag nicht beschädigt wird und eben natürlich das Auto auch nicht beschädigt wird. Und unsere Stelen gibt es einmal oben mit Deckel, das wäre also die günstigere Variante oder die einfache Variante. Gibt es auch genauso die Möglichkeit, hier oben Beleuchtung und Dach draufzusetzen. Das sind bei uns dann die Top, E-Flex Top-Stelen. Und die Beleuchtung ist insbesondere nützlich, habe ich einen großen Parkplatz, weiß gar nicht wohin mit meinem Auto, ich möchte es jetzt laden, weiß gar nicht, wo sind denn überhaupt Lademöglichkeiten auf dem Parkplatz, signalisieren die Leuchten gerade in der Dämmerung oder Dunkelheit natürlich, wo muss ich denn mit meinem Auto überhaupt hinfahren. Und damit die Leuchte auch nicht den ganzen Tag durchleuchtet, ist auch ein Dämmerungsschalter mit integriert im Dach,
Das heißt, die geht auch wirklich nur an, wenn es dunkel wird, und sobald es wieder Tag wird, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus. Natürlich durch das Dach auch in gewisser Weise einen unterstützenden Schutz vor Witterung, beispielsweise durch Schneefall. Es gibt ja viele Wallboxen, bei denen ich das Kabel um die Wallbox rumwickel. Dann fällt Schnee drauf, es taut an, es friert fest, dann habe ich ein zugefrorenes Kabel, ist auch nicht schön. Und so würde eben ein unterstützender Schutz das ermöglichen, dass ich mein Kabel trotzdem noch abrollen kann von der Wallbox. Das Ganze hat auch eine KTL-Beschichtung. Das heißt, wie im Fahrzeugbau auch, die Stahlelemente werden in einem kathodischen Tauchlackierungsprozess eingebunden, sodass sie eben nicht korrodieren können. Obendrauf wird dann noch eine Pulverbeschichtung gezogen. Das ist tatsächlich ein deutscher Bahnlack, der dann eben als Pulverbeschichtung auf die Stelen draufkommt, um sie eben auch robust zu machen gegen Steinschläge, Kratzer und so weiter. Ich habe zum Beispiel ein Fahrzeug, was anfährt, mir ein bisschen Split hochwirbelt, und es würde eben auch dadurch einen Schutz bieten. Genauso fährt jemand mit dem Rasenmäher vorbei, um die Wiese zu mähen, und schleudert mir auch einen Stein gegen die Stele, habe ich eben durch diesen Lack und durch die kathodische Tauchlackierung eben auch die Gewissheit, dass mir hier keine Beschädigung entsteht, die dazu führt, dass die Stele irgendwann mal das Rosten anfängt. Und das ist eben das Projekt, von dem ich vorhin gesprochen hatte, der weltweit größte Park-and-Ride-Parkplatz, wo eben unsere Vierfachstele, unsere E-Flex Comfort aufgebaut wurde. Und da sieht man es eben ganz gut, wie die Stele normalerweise aussieht, wenn da noch gar keine Adapterplatte dran ist. Das heißt, ich habe hier diese Öffnungen und dann kommen hier eben Adapterplatten dran. Hier schön die ganzen Stromleitungen noch, die dann eben an die Wallboxen verknüpft werden. Und da wurde zum Beispiel mit Mennekes Wallboxen gearbeitet. So, und dann wäre ich auch schon durch, denn jetzt steht die Stele und ich kann laden. Haben Sie noch Fragen oder irgendwas, was Sie gerne etwas tiefer wissen möchten? Ansonsten, ich biete auch herzlich an, dass Sie uns auf unserem Messestand besuchen. Wir haben alle gezeigten Produkte auch bei uns auf dem Messestand, auch teilweise aufgebaut mit der Stele, können sich gern selbst ein Bild machen, auch von der Festigkeit der Stele beispielsweise, und sich das auch nochmal im Detail erklären lassen. Genauso die Abdichtsysteme, die Rohre, wir haben auch Rohrmuster dabei, können sich gern mal einen Eindruck machen, wie fest so ein Betonrohr beispielsweise ist, und würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen nochmal zu sehen und nochmal ein Beratungsgespräch zu machen. Und dann sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch eine erfolgreiche, schöne Messe. Ja, vielen Dank.